Hoffentlich hast du die Spinne leben lassen. Die kleine Spinne nicht töten. Nick Pro 1. Keiner will mit mir spielen. Keiner will mit mir spielen. Oh. Leon. Oh. Leon. Typo. Typo können wir auch gleich folgen. Das langt. Und X-Plain. Ist egal. Rein. Fertig. Zu dritt können wir das schaffen. X-Blut wollt nicht. Ja, ja, wenn sie mal nicht wollen. Naja. Komm auf hier hin. Naja, geh ich halt hierher. Vertrieben. Naja. Oh, guck mal, der schöne Schneemann. Ist der goldig. So. Jetzt sind ja nur 60 Runden, Leute. Vielleicht habe ich sie. Was? Was? Nein. Du hast die arme Spinne getötet. Du bist ja Banane. Es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Ihr habt alle keine Ehrfurcht vor dem Leben. Boah. Alter. Naja. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, musst du dich dafür rechtfertigen, weil Leben töten ist halt mal nicht gut. Ist das eine A-Map? Ja, es ist eine A-Map. Er hat sie getötet, Alter. Das ist ja tragisch, das arme Ding. Jetzt ist einer raus. Jetzt sind sie alle raus, oder was? Ja. Das kuschelig. So, schön in die Mitte. So. Guck mal, wie der schaut. Größere Reichweite. Ich finde ihn so goldig. Lass mal einen Daumen nach oben da, bitte. Ich habe nur einen Daumen nach oben, sehe ich gerade. Ich aktualisiere hier mal. Oh, ich bin ja in den Chat drin, sehe ich gerade. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Nee, das macht man nicht. Das solltest du mal wirklich grundsätzlich über Leben und Tod dir Gedanken machen, dass man nicht einfach ein Tier tötet, vor allem wenn es nicht sein muss. Und wenn dich jetzt ein Wolf angreift, ist das was anderes. Aber eine kleine Spinne töten, bloß weil die halt am falschen Platz runtergesallt ist, das steht uns nicht zu, solche Tiere zu töten. Man kann die einfangen und dann kann man sie in den Hausgang raustun. Oder ja, ich tue sie immer, wir haben ja hier einen trockenen Hausgang mit den Blumen, da tue ich immer die ganzen Blumen rein. Da tue ich immer die kleinen Tierchen alle rein. Und dann, gut ist, ne? So, wir haben hier einen Etienne im Raumschiffkostüm. Wir haben hier einen, oh. Der kann keine Unsichtbaren sehen. Schlecht. Wie ist denn das? Wie kann ich denn die Fähigkeiten von Etienne sehen? Nämlich, ich möchte wissen, ob alle Unsichtbaren sehen können oder nicht. Kann ich das hier irgendwie aufrufen? Natürlich nicht. Du kannst hier gar nichts aufrufen. 5 steht hier einfach nur. Okay. Na, nur habe ich da nicht noch irgendwann hergestellt? Nö. Na gut, dann mache ich hier bei 1400 ballistische Rakete. So, lasst mal ein Like und ein Abo da, bitte. Für alle, die neu sind. Ja, ein Like, ein Abo. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Alle höchstens bis 17 Uhr machen wir hier Bloons, weil ich will dann in Roblox rein. Weil dadurch, dass ich jetzt später anfange, ich möchte dann heute auf jeden Fall so gegen 20 Uhr oder so anfangen, noch ein, zwei Stunden Dismantle zu spielen.
Und eigentlich wollte ich ja noch was anderes spielen. Das gehe ich mal hier rein. Machen wir mal noch ein bisschen Fernkampf hier. So, Ladies and Gentlemen, 16.21 Uhr. Heute ist der 28.12.2021. Es müsste heute Dienstag sein. Und wir spielen hier Roblox. Nein, wir spielen Bloons Tower Defense mit Leon. Er ist von uns gegangen, der Typo, leider. Ein typisches Phänomen hier in dem Spiel, dass die Leute einfach nicht mehr da sind. Ich habe 2 Daumen nach oben. Dankeschön, sehr nett von euch. Ich hasse Mücken. Mücken sind ein wichtiger biologischer Bestandteil unserer biologischen Vielfalt und sollten nicht mit dem Wort Hass verbunden werden. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, was ist Hass? Hass ist das Gegenteil von Liebe. Es ist die enttäuschte Liebe. Und da ich nicht glaube, dass du eine enttäuschte Liebe gegenüber Mücken hast, ist das Wort Hass falsch definiert. Ich würde mir also mal überlegen, was du gegen diese armen Mücken hast. Es ist Angst. Angst vor einem Stich, der sich dann faulend auf deinem Einstichpunkt weiter verbreitet, sodass man dir irgendwann den Arm abhacken muss und du dann nur noch als der einhändige Serso durchs Leben gehst. Das ist ja furchtbar, was wir hier erzählen. Also, was könnte es sein? Oh, da kommt was geflogen. So. Ich habe wirklich nur 3 Stück. Ja, du hast nicht mehr. Bei 3000 tödliche Präzision. Oha. Vollautomatisches Gewehr. Von Leon. Bist du kein Bock, jetzt bei Psychologie dabei zu sein? Da gibt man so viel Mühe und dann wird man hier so brutal abgewatscht mit keinem Bock. Ah ja. So sind's. Also wenn ich das meinem Vater gesagt hätte, hätte ich einen drum Schellen gekriegt, dass ich in der Ecke liege. Wenn ich das zu meinem Vater gesagt habe, hätte. Ganz ehrlich. Wenn ich gesagt hätte, ich habe keinen Bock, jetzt bei Psychologie dabei zu sein, boah, Digga, das hätte nicht drum Watschen gegeben. Und mein Vater hat Watschen verteilt. Ich hatte damals so eine Zahnspange, das habe ich schon öfters erzählt. Und natürlich kein Geld gehabt und auch schlecht beraten gewesen. Heute kriegen ja die Kinder anständige Zahnspangen. Ich habe natürlich wieder so eine Dreckszahnspange gekriegt, die nichts getaucht hat. Und das heißt, ich hatte eine herausnehmbare, die Billigversion halt, ne? Und dann hat mir mein Vater Schellen gegeben und dann ist die Zahnspange natürlich aus dem Mund rausgefallen und wir haben die nicht mehr gefunden. Wir haben die nicht mehr gefunden, erst ein paar Wochen später. Und zwar hat die sich in der weißen Gardine verfangen und da war die dann drin gehängt. Gott sei Dank war sie nicht kaputt. So, Ladies and Gentlemen, wir machen noch ein U-Boot. So, schön Schießi machen. Ist mehr. Ja, ja, der ist schon noch dabei. Der ist schon noch dabei. Warum habe ich so viel Geld auf einmal? Oha, 9000 hat er. Serso, bist du noch da? Marek fragt nach dir. So, was können wir denn noch machen? Nix. Naja, dann machen wir U-Boote ohne Ende. Dann machen wir halt U-Boote ohne Ende. Er schießt nicht. Warum nicht? Er schießt nicht. Warum nicht? Ach so, weil da der Schneemann im Weg ist. Ach Gott, es ist ja traurig. Er guckt in die falsche Richtung. Oh, wie schön die schießen, ne?
So, was machen wir denn? Machen wir noch einen? Ja, machen wir einen. Fernkämpfer kann man gar nicht genug haben. So, Ladies and Gentlemen. Sasso ist nicht mehr da. Vielleicht ist er gerade unterwegs oder guckt was anderes an. Also jetzt unterwegs in der Wohnung. Hä, wo hat er das ganze Geld her? Okay. Ich bedanke mich mal. Wo hat der so viel Geld her? So, das schaffen wir schon. Ja, ja, kannst du sonst nichts machen, ne? Ja. So, Ladies and Gentlemen, ich würde mal sagen, wir machen dann was anderes. Dies, da, ja, weiß es nicht. Können halt alle mitspielen, ne? Ja, 5 Zuschauer. 5 Zuschauer, lasst mal ein Like und ein Abo da. Herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich noch Roblox spielen. Oh, letzte Runde. Kann ich noch was verbessern? Na, ist egal, jetzt ist zu spät. So, er kommt da angeritten hier. Ui, warum ist er so langsam? Was ist hier los? Was ist das hier? Ist das irgendwas Magie? Ja, wieso fliegt er nicht weiter? Das war's. Genau. Super. Diesen Erfolg habe ich. Ja, guck mal. Mit Red Nose. Sammeln. Was wird es sein? Ein Insta-Affe. 001. Da habt ihr aber tief gegriffen. 201. Ganz toll. Da danke ich recht herzlich. Dankeschön.